Hallo Freunde des Mittelalters und wir sind wieder im, ja, Kingdom Come, mein Gott, wir sind wieder in Kingdom Come Deliverance. So, hier oben haben wir das Quest mit dem Ring vom Müller, den wir ja nach da oben bringen sollten. Und wir haben natürlich noch die Quest, dass wir uns um die Audienz beim Herrn Ratzig bemühen. Ich werde jetzt aber erstmal den Weg ein bisschen runtergehen. Und in der Stadt werden wir bestimmt einen Händler finden für unseren Diebeskult. Obwohl, warum im Händler in der Stadt suchen? Wir haben doch hier einen wundervollen Händler. Der aktuell aber schläft. Was gar nicht mal so schlecht ist. Weil dann können wir direkt anwenden, was wir geübt haben. Guck mal, hier steht da Verbandzeug. Da ist ein Dieb! Wache! Ich bin kein Dieb, wir kennen uns! Wache! Hilfe! Verhaftet den Dieb! Oh, du machst mich wahnsinnig. Da ist ein Dieb! Wache! Was hast du da auf der Brust? Seht ihr das? Da ist ein Dieb! Wache! Ich glaube, das ist sein Stimmband. Hilfe! Verhaftet den Dieb! Ich darf ihn übrigens nicht schlagen. Dieb! Er schreit ja anscheinend auch kaputt wegen mir. Aber Wachen gibt es jetzt nicht großartig in der Nähe. Und ein paar Stunden wird er mir das bestimmt verziehen haben. Ich lasse einfach mal kurz Zeit vergehen. Hab ich dich endlich! Jetzt bekommst du, was du verdienst! Vielleicht kommen wir doch Wachen. Tu nicht so ahnungslos. Ich hab dich auch wegen Diebstahls und anderer Dinge am Haken. Streite es also gar nicht erst ab. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Komm schon, mein Freund. Du weißt doch, dass ich im Dienste von Herrn Ratzig Kobilla stehe, oder? Erzähl deine Geschichten jemand anderem. Das ist zu viel. So viel Geld habe ich nicht. Zahlst du nicht? Geht's in den Kerker. Ach komm. Na schön, dann lass uns das hinter uns bringen. Dort wird's dir gefallen. Ist genau der richtige Ort für solche wie dich. Und rück das Diebesgut raus. Ich habe nur bestohlen, was beim ersten Mal geklappt hat. Du sitzt im Kerker. 4 Tage. Ob ich irgendwann auch gehängt werde? Was war alles in 4 Tagen passiert? Ob ich an Altersschwäche sterben kann? Und so, liebe Kinder, lernt man, Diebstahl lohnt sich nicht. Vor allem, wenn man einer Uhr dabei zugucken muss. Wo die letzte Stunde aus unerklärlichen Gründen immer ganz langsam vergeht. Was ich nicht verstehe übrigens. Man kann es doch einfach durchlaufen lassen. Warum müssen die letzten 60 Minuten so ein Heckmeck sein? Errungenschaft, du bist ein Sträfling. Und keiner sagt zu mir... Tschö. Immerhin ist nicht aufgefallen, dass die Hose geklaut war. Oder die Schlappen.
Die haben nur meine... meine Mütze, also mein Hut haben die genommen. Die Müllersmütze, die auch geklaut war, haben sie nicht weggenommen. Es scheint alles andere wohl fairerweise übernommen zu sein. Und den Ring vom toten Mann haben sie auch nicht mitgenommen. Direkt mal schauen, ob man beim Kerkerausgang noch was klauen kann. Ey, eine Waage. Guten Morgen, junge Frau. Entschuldigung, ich wollte nicht mal mit meiner Waffe in der Hand rumrennen. Aber es ist so schwer zu erkennen manchmal, dass man eine Waffe in der Hand trägt. Du hast entdeckt Rüstungsschmied. Und jedes Gebäude hat doch hier bestimmt... Du hast entdeckt Kirche, ein Symbol, Fleischer... Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Hallo. Ich suche den Mann, der wahrscheinlich hinter dieser Tür gerade ist. Was ist das? Erstmal nach 4 Tagen was waschen. Hi, grüß dich. Was hast du vor? Nichts, ich sag dir hallo. Gelobt sei Jesus Christus. Hallo, hallo. Gelobt seist du. Ist die Tür hier offen jetzt? Ne, die ist auch immer noch zu. Und der Typ steht wirklich da drin. Oder der ist hier in der Ecke. Hinter dem Gebäude. Hm. Komisch. Anscheinend komme ich jetzt hinten rum in dasselbe Gebäude rein, wo vorne rum gesagt wurde, da darf ich nicht rein. Ah, nee, doch nicht. Das ist wirklich nur hier hinten der... Ah, dieser kleine Schuppen. Das ist auch nur ein Scheiß. Ah, jetzt ist der Aktivitätsgeber an der Front. Er ist rausgegangen und läuft jetzt anscheinend die Straße lang. Du hast entdeckt Pranger. Da werde ich bestimmt auch noch stehen, wenn ich so weitermache. So, hallo Milan. Du bist ein Aktivitätsgeber. Grüße dich. Anscheinend kämpfst du um Geld. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet's und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Dann lass uns doch einfach kämpfen. Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du 2 andere besiegst. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Hallo, ich bin der Boxmeister von Riva. Das ist für mich kein Problem. So, was haben wir denn hier? Wir haben Schleifstein entdeckt. Ach, Waffenschmied. Dessen Tür ist aber verschlossen und der Schleifstein scheint dahinter zu sein. Oder in der Schmiede. Ja, der Schleifstein ist in der Schmiede. Und das Knacken ist auch sehr schwer. Denk mal, ich muss auch einfach versuchen, nachts, wenn irgendwo einzusteigen. Die Leute hier scheinen ziemlich auf Draht zu sein.
Ah, da ist der Schleifstein. Ich wollte mal schauen, ob ich wirklich so gut bin, wie ich denke. Hilfe. So, ich... Wenn du deine Klingen scharf halten und dir Reparatursets sparen willst, kannst du Schleifsteine zum Schärfen nutzen. Wie du sie bei jeder Schmiede vorfindest. Nähere dich einem Schleifstein... Beginne den Vorgang und wähle die zu schärfende Waffe aus der Liste auf. Mit Leertaste hältst du den Schleifstein in Bewegung. Mhm. Mausrad für mehr Druck und für weniger Druck. Oh mein Gott, man muss wirklich Leertaste mehrfach drücken. Und es kostet Ausdauer. Wie witzig ist das denn? Druck abnehmen, Druck abnehmen. Woher weiß ich eigentlich, wann die Klinge fertig ist? Ja, der Zustand ist besser geworden. Dadurch, dass ich so lange im Knast war, sind meine ganzen Nahrungsmittel abgelaufen, denke ich mal. Deshalb haben die nämlich null an Wert. Zum Beispiel meine gute Salami ist auch weg. Und meine süßen Pfannkuchen sind auch für den Arsch. Und die Zwiebeln. Hauptsache, das Trockenobst hält sich. So. Das ist für dich, Schmied. Ich hab dir ein bisschen Obst da gelassen für die Benutzung deiner... deines Schleifsteins. Wie kann das ein privater Bereich sein? Ich bin alleine hier. Beran. Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Scarlet entkommen? Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hundsfette nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Die habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. Tja, und ich habe eine geile Bäckersmütze auf dem Kopf. Ziemlich kleines Flüchtlingslager, ne? Ich grüße euch. Möchte bei eurem Anführer vorsprechen. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Banditen überfielen mich in Scarlet. Und warum bist du zurückgegangen? Wen außer Halsabschneidern und Strauchdieben hast du erwartet? Ich wollte meine Eltern begraben. Oh, verstehe. Dein Vater kämpfte wie ein Löwe. Mein Beileid. Er hat mein Leben gerettet. Nicht nur deins. Er war ein guter Mann und du hast recht getan, ihn zu begraben. Aber das habe ich nicht. Ich konnte ihn weder retten noch beerdigen. Was hättest du in Scarlet schon tun können? Hättest du gekämpft, wärt ihr jetzt beide tot. Er hat sein Leben für dich gegeben, Heinrich. Also mach lieber was draus. Stimmt.
Was genau tust du hier eigentlich? Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Ach, Wache sein in der Zeit, wenn jetzt gerade nicht gemeuchelt wird auf dem Schlachtfeld, ziemlich cooler Job und sehr entspannt. Hallo, du Schwein. Was ist, wenn ich dich einfach schlachte? Schweinefleisch. 43, ich glaube, danach explodiere ich. Jemand hat das Schwein hier drin getötet. Und geschändet. Erstmal waschen. Eure Treppe scheint kaputt zu sein, Herr. Tja, das wäre jetzt kein Problem, wenn ich hüpfen könnte. Gestohlen in Gott weiß wo. Herr, ich habe eine weitere Stufe geschafft. Und noch eine Stufe. Und ich habe es jetzt nach oben geschafft. Ich möchte nur vorbei. Danke. Sind die Herren hier drin? Nö. Ist auch ein privater Bereich. Sollte ich direkt wieder rausgehen, bevor die mich... Was war das? ...wieder anmachen. So, olle Gardinen. Ist da jemand? Ich bin doch hier. Hallo. Da stimmt nur ein Tier. Ich glaube, die sind eine Etage über mir. Was zum Teufel? Ich glaube, man hat ein echtes Treppenproblem, wenn du überlastet bist. Ah. Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Rattay genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg?
Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder! Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Das musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Rathei. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch! Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge. Ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt.
Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht. Ja, tagsüber Wache, nachts Dieb.